Die Periode nach einer Schwangerschaft, das ist ein Riesenthema. Viele wollen relativ schnell wieder eine Periode haben, weil der nächste Kinderwunsch ansteht. Ob man hier was beschleunigen kann, klären wir auch. Aber ganz viele beschreiben auch eine Intensitätssteigerung. Es blutet stärker nach der Schwangerschaft und irgendwie tut es auch mehr weh. Ich merke auf einmal meinen Mittelschmerz extrem. Woran liegt das denn? Warum ist das auf einmal nach der Schwangerschaft so? Das erkläre ich dir alles in diesem Video. Viel Spaß dabei. Mein Name ist Dr. Med. Konstantin Wagner, ich bin Gynäkologe und mit diesem Kanal teile ich mein Fachwissen mit dir und schlaue dich einfach auf, damit du dir selbst besser helfen kannst. Das Ganze mache ich gratis für dich, kannst das Ding hier umsonst gucken. Wenn du mir ein Danke dalassen würdest, wäre das toll in Form eines Abos. Klären wir als erstes mal die Frage, wann kann ich wieder mit meiner Periode rechnen nach einer Schwangerschaft? Und tatsächlich ist das eine unfassbar häufig gestellte Frage in meiner Praxis. Denn viele wollen direkt nachlegen, sagen, ich will jetzt aber sofort wieder einen Zyklus haben, denn wir wollen direkt nächste Kind hinterher. Deswegen ist die Frage, wie kann ich das beschleunigen? So, dann müssen wir eins verstanden haben, und zwar die Frage, stillst du? Und vor allen Dingen, wie stillst du? Stillst du voll zum Beispiel oder teilstillst du? Oder stillst du vielleicht gar nicht? Denn davon ist alles erstmal abhängig, mal die ganzen individuellen Faktoren nochmal kurz zur Seite geschoben. Wenn du nämlich stillst, wird ein Hormon ausgeschüttet, das sogenannte Prolaktin. Das ist dafür da, dass Milch produziert und eben auch ausgestoßen wird. Prolaktin hat aber die tolle Eigenschaft, dass es im Hirnstamm an der Hypophyse quasi die anderen Hormone runterreguliert. Denn die Evolution wollte das natürlich so, wenn gerade ein Kind geboren wurde, brauchen wir jetzt alle Energie für dieses Kind, um es zu stillen, großzuziehen etc. und wollen den Zyklus nicht haben. Wir wollen nicht erneut schwanger werden können. Deswegen hat die Natur das so eingerichtet, Prolaktin hoch, die anderen Hormone runter. Zyklus, also auch die Periode, bleiben aus. Ein wichtiger Punkt ist auch, wissen die wenigsten, wenn die Periode ja da ist, wieder eingesetzt hat, dann war ja auch schon ein Eisprung mit einer ganz hohen Wahrscheinlichkeit. Bedeutet für dich, wenn du in der Stillzeit die ganze Zeit auf deine Periode wartest, kann es natürlich auch schon sein, dass in diesem Wartraum irgendwo ein Eisprung passiert, der dann eventuell auch zu einer Schwangerschaft führen kann. Und deswegen ist die Stillzeit eben auch keine ganz verlässliche Verhütungsmethode, auch wenn es beim Vollstillen in den ersten Wochen nahezu sehr, sehr sicher ist. Aber je weniger man stillt, desto wahrscheinlicher kann auch mal wieder ein Eisprung stattfinden und darauf folgt dann die Periode. Nur, dass ihr das von Hinterkopf habt, nur weil ihr die Periode bekommen habt, heißt das nicht, ab jetzt kann ich wieder meinen Kinderwunsch verfolgen, sondern es hätte schon passieren können. Dieses Prolaktin wird ganz abhängig davon in der Menge ausgeschüttet, wie viel du stillst. Wenn du also voll stillst, wenn das die Hauptmahlzeit ist des Kindes, dann ist der Prolaktinspiegel enorm hoch. Wenn du nur teilweise stillst, dann ist der Prolaktinspiegel ein Stück weit runter. Und wenn du nur noch zur Nacht ein-, zweimal anlegst, eigentlich nur noch zum Nuckeln, dann ist auch noch Prolaktin da, aber in ganz geringen Mengen. Aber auch diese geringen Mengen können ausreichen, um Zyklus zum Erliegen zu bringen. Vielleicht kennst du aber auch die Freundin, die voll stillt, aber irgendwie nach 4 Wochen nach der Geburt schon wieder eine Periode oder einen Zyklus hatte. Wobei wir da erstmal in Klammern setzen müssen, hat sie berichtet von einer Blutung. Ist das überhaupt die Periode gewesen oder haben wir jetzt wirklich schon wieder einen regelmäßigen Zyklus? Also das ist ein seltenes Ereignis. Außerdem kommt es noch darauf an, nicht nur wie du stillst, sondern auch eben wie lange. Wenn du jetzt 2 Jahre stillen solltest, dann kann es auch sein, dass du 2 Jahre keinen Zyklus hast, was völlig normal in dem Sinne ist. Also hier muss man auch erstmal den Druck rausnehmen, selbst wenn 1 Jahr überschritten ist, du immer noch keine Periode hast und denkst, irgendwas stimmt nicht, ist meine erste Frage, stillen sie denn noch ihr Kind? Und wenn dann gesagt wird, ja, aber nur noch nachts zum Nuckeln, dann reicht das aber im Sinne schon. Habe ich euch aber auch ein paar Statistiken mitgebracht. Vollstillende Frauen, 6 Wochen nach der Geburt, davon haben ungefähr 15% ihre Periode. Nehmen wir mal teilstillende Frauen, 6 Wochen nach der Geburt, da haben 35% wieder ihre Periode. Wenn du gar nicht stillen solltest, dann hast du mit einer Wahrscheinlichkeit von fast 48% nach 6 Wochen wieder deine Periode, also fast die Hälfte. Da sieht man mal, wie die Unterschiede sind und natürlich nimmt diese prozentuale Angabe zu,
je weniger man stillt. So, Zyklus-Tracken ist ja ein Riesenthema, auch sehr komplex. Wie du das High-End, also wirklich in Perfektion machen kannst, ist mit einem NFP-Kurs. Hier wird dir nämlich einfach gelehrt, wie du deinen Körper richtig interpretierst, dass du haargenau festlegen kannst, wann ist meine fruchtbare Phase, wann ist meine nicht fruchtbare Phase. Ja, funktioniert sogar zum Verhüten, funktioniert aber exzellent auch zum Kinderwunsch und du hast ein unglaubliches Körperverständnis auch für Veränderungen. Du kriegst also eine Diagnose, bevor wir überhaupt eine Diagnose stellen können. Das Ganze muss aber gut gelehrt werden. Das machen wir in Form eines Online-Kurses, wo ich dir in vielen Stunden erkläre, wie NFP nach Sensiplan exakt funktioniert. Dieser Kurs ist voller Tipps, Tricks und vor allen Dingen den ganz wichtigen Fakten, wie das Ganze funktioniert. Schau gerne mal vorbei. Dann habe ich ja am Anfang erklärt, dass ich individuelle Faktoren zur Seite geschoben habe. Die muss ich jetzt leider doch wieder hervorholen. Es hat enorme Auswirkungen darauf, wann du wieder deine Periode bekommst, wie dein Lifestyle ist. Bewegst du dich? Wie ernährst du dich? Wie ist deine Konstitution? Hast du mehr Gewicht? Hast du vielleicht auch Untergewicht? Etc. Das sind alles Riesenfaktoren, auch genetisch bedingte Faktoren spielen eine Rolle, wann und ob du deine Periode schnell oder etwas verspätet oder überhaupt zurückbekommst. Und diese Faktoren kann man natürlich zum Teil beeinflussen. Und dann kommen wir zur nächsten Frage, die ich so häufig gestellt bekomme. Kann ich das beschleunigen? Kann ich, wenn ich auch stille, meinen Zyklus, also auch meine Periode, schneller wiederbekommen? Da gibt es kaum Maßnahmen, außer, und das kannst nur du entscheiden, aber grundsätzlich muss man natürlich auch da an ein anderes Wesen denken, außer man reduziert das Stillen oder hört sogar ganz auf. Weil, denk immer an das Prolaktin, solange das ausgeschüttet wird, kann es den ganzen Zyklus ein Stück weit durcheinander bringen. Und das ist der Hauptfaktor, muss man einfach so festhalten. Also, ob und inwieweit ihr das Stillen reduzieren wollt zugunsten eines eventuellen erneuten Kinderwunsches, müsst ihr als Paar entscheiden und natürlich auch, habe schon erwähnt, im Hinblick auf das Kind, was eventuell noch gestillt werden möchte oder sogar muss. Das kann ich euch nicht beantworten. Was kann man noch tun? Ich habe es erwähnt, der Lifestyle. Wenn man sich gesund, ausgewogen, das heißt immer knackig, bunt etc. ernährt, dann maximiert man die Wahrscheinlichkeiten, dass die Periode schnell wieder zurückkommt. Denn was braucht der Körper, um Hormone zu bilden, damit diese Achse wieder funktioniert? Alle Ressourcen. Also nicht nur die Energie, sondern eben auch die Vitamine und die Mineralstoffe. Und hier sind vor allen Dingen B-Vitamine ganz, ganz wichtig. Allen voran auch Folsäure, aber auch Zink und Magnesium sind von enormer Bedeutung. Auch ein guter Vitamin-D-Status. Das sind alles Faktoren, die man ja auch über die Ernährung gut beeinflussen kann. Wenn wir über den Winter sprechen, klar, Vitamin D müsste man mal checken. Da ist vielleicht sogar etwas Nahrungsergänzungsmittel nötig. Aber in den allermeisten Fällen braucht man nicht das Kombipräparat aus dem Regal nebenan, wo drauf steht, das ist für den Zyklus, da ist alles drin, sondern es ist von der Bioverfügbarkeit meistens sogar besser, wenn man es über die Ernährung abdeckt. Und hier gibt es unfassbar zahlreiche Literatur, Bücher, Heftchen, wie man auch zyklusbasiert sich gut ernährt. Und das Video steht ja immer noch aus. Wenn dich das interessiert, eine zyklusbasierte Ernährung, um hormonell alles richtig zu machen, dann schreib es mir mal in die Kommentare. Das Video habe ich persönlich wirklich Lust drauf, aber ich glaube, die Nachfrage ist noch nicht so hoch. Aber werde ich ja dann sehen in den Kommentaren. Wir haben jetzt einen weiteren Faktor, den ich anbringen muss und da werdet ihr schmunzeln. Stressmanagement mit Kleinkind zu Hause. Ja, ich habe selber zwei davon. Also es ist nicht immer leicht, Stress zu reduzieren und vor allen Dingen auch, was den Schlaf angeht, was ja indirekt auch ein Stresspegel wäre, wenn man jetzt wenig bis gar nicht schläft in der Nacht. Aber auch hier wissen wir ganz genau, und das habe ich hier schon auf dem Kanal 12.000 Mal erläutert, wie Stress sich auf den Zyklus auswirkt. Und je weniger Stress wir haben, desto mehr Chance hat der Zyklus, hochzufahren und wieder eine Periode zu generieren. Hormonelle Unterstützung, also Medikamente von deiner Gyn oder von deinem Gyn, das kann möglich sein, macht man in sehr großen Ausnahmefällen. Und gerade wenn da noch eine Stillzeit ist, wird das wirklich sehr, sehr, sehr zurückhaltend gemacht, bis gar nicht. Denn die meisten Medikamente, die auf so einer hormonellen Basis arbeiten, um den Zyklus wieder anzukurbeln, sind kontraindiziert, also nicht erlaubt in der Stillzeit. In ganz seltenen Ausnahmefällen kann man sowas mal erwägen, aber das ist wirklich eine ganz individuelle Geschichte. Jetzt weiß ich nicht, wie es dir geht oder vielleicht kennst du eine Freundin oder was auch immer, die dir erzähle, nach meiner Schwangerschaft merke ich auf einmal meinen Eisprung extrem. Und vor allen Dingen, boah, ich habe jetzt irgendwie viel stärkere Blutung als früher. Also das kenne ich so nicht. Das kann auch erst nach der zweiten oder dritten Schwangerschaft sein. Und auch die Schmerzen sind intensiver. Und das
hören wir so oft in der Praxis, dass das kein Zufall mehr sein kann. Und das Lustige ist, wenn man jetzt mal wirklich in die wissenschaftliche Recherche geht und sich umguckt, gibt es dazu Studien? Gibt keine einzige Studie dazu, die das Phänomen beschreibt. Aber es gibt ein paar Hypothesen, die ich selber auch aufgestellt habe, weil es auch einfach sinnvoll ist. Und zwar, erste Hypothese ist die Muskulatur der Gebärmutter. In der Schwangerschaft wird deine Gebärmutter auf ein Vielfaches gedehnt und auch deine Muskulatur auf ein Vielfaches aufgedehnt. Dann, wenn du vaginal geboren hast zum Beispiel, sind da natürlich extreme Kräfte, die da vonstatten gehen, die auch zu kleinsten Muskelfaserrissen führen können, die in der Regel auch ein Stück weit narbig umgesetzt werden. Wenn du also in der ganzen Muskulatur rund um die Gebärmutter überall kleinste Defekte hast und auch narbiges Umsetzungsgewebe hast, dann ist diese 100% Kontraktionskraft vielleicht nur noch bei 80% oder vielleicht auch nur noch bei 70%. Bedeutet, wenn die Schleimhaut ausgestoßen werden will, haben wir nicht die 100%, die da drücken und das Ganze schnell beenden, sondern es dauert einfach alles ein bisschen länger, als ob ich mich in den Finger schneide und nur so halb gar drauf drücke und nicht mit 100%. Es blutet dann einfach länger. Das ist die erste Hypothese, die, glaube ich, auch Sinn macht. Dann fragen jetzt viele, ja, wie ist das denn aber nach einer Sektio, also der Bauchgeburt, dem Kaiserschnitt? Auch hier setzen wir ja einen relativ großen Defekt in einem sehr, sehr wichtigen Segment, nämlich im Übergang vom Gebärmutterkörper zum Gebärmutterhals. Dort wird ja die Gebärmutter eröffnet, um das Kind zu gebären. Hier wird also auch ein großer Spalt entstehen, wo nicht funktionelles Gewebe stattfindet. Und auch hier, wenn die Gebärmutter sich von oben nach unten zusammenziehen will, kommt sie an einen Punkt, wo diese Weiterführung der Welle, der Kontraktionswelle, nicht vonstatten geht. Also auch hier ganz typisches Bild, verstärkte Blutungen, verstärkte Schmerzen, weil das Ganze auch diskoordiniert ist. Und das ganze Thema haben wir zum Beispiel bei der Adenomyose besprochen. Kannst du dir das Video gerne nochmal angucken. Denn alles dreht sich darum, dass so eine Gebärmutter sich wirklich in einer gewissen Koordination zusammenzieht und nicht willkürlich. Wenn aber die Dominosteine fehlen, weil die einzelnen Muskelfasern lädiert sind, dann ist dieses Kontinuum unterbrochen und dann krampft die Gebärmutter sehr unkoordiniert und das kann extrem wehtun. Das ist Hypothese Nummer 1, die ich aufgestellt habe, die aber irgendwie medizinisch-biologisch schon auch Sinn macht. Hypothese 2 ist, deine Gebärmutter wird während der Schwangerschaft auch um ein Vielfaches größer. Das ist, glaube ich, klar. Dass die sich nach der Schwangerschaft wieder auf die Ausgangsgröße reduziert, ist sehr, sehr selten. Es kann also sein, dass deine Gebärmutter 1-2 cm größer zurückbleibt, als sie ursprünglich in die Schwangerschaft gestartet ist. Was bedeutet denn aber 1-2 cm, wenn man die ganze Schleimhaut betrachtet? Wenn ich eine Gebärmutter habe und würde sie aufschneiden und aufklappen, ist das eine sehr, sehr große Fläche. Wenn da 1-2 cm Gebärmutterlänge dazukommen, ist die Fläche natürlich auch nochmal umso größer. Mehr Fläche bedeutet mehr Gebärmutterschleimhaut, die dann eben auch zur Periode hin abblutet. Und jetzt schließt sich der Kreis wieder mit der Muskulatur, die nicht mehr so ganz funktioniert. Ergo, Frauen haben stärkere, schmerzhaftere, längere Blutungen sehr, sehr häufig nach der Geburt. Okay, das erklärt jedenfalls die Periode ein Stück weit, was man dagegen tun kann, wenn du das Gefühl hast, zu stark zu bluten oder was überhaupt zu stark bluten bedeutet. Da würde ich dir dieses Video nochmal empfehlen, ganz, ganz spannendes Video. Was ist zu viel Blut und was kann man dagegen tun? Nächster Punkt, den ich auch angesprochen hatte, was machen wir denn, wenn der Eisprung auf einmal so wehtut, der sogenannte Mittelschmerz. Der Mittelschmerz, den habe ich ja hier auf dem Kanal auch schon erklärt, wie es dazu kommt. Aber warum ist es nach der Schwangerschaft so? Ich habe die Hypothese, dass durch diese Größenzunahme der Gebärmutter die Eierstöcke natürlich, die ja da irgendwie dranhängen, auch verlegt werden an einen anderen Ort. Die kommen also nicht wieder genau auf den Millimeter genau zurück, wo sie mal gelegen haben vor einer Schwangerschaft. Und dieses etwas näher am Bauchfell zum Beispiel liegen oder einem anderen Organ liegen, kann zu einer Bauchfellreizung führen beim Eisprung. Und auch der Flüssigkeitsaustritt, wenn so ein Follikel springt, kann da eben zu Reizungen führen. Das ist meine vorsichtige Hypothese, warum der Mittelschmerz auch extrem gemerkt wird nach Schwangerschaften. Frauen, die vorher nie einen Mittelschmerz hatten, haben auf einmal sagen, ich weiß genau, wann mein Eisprung ist, hier und da. Denn ich merke den auf einmal sehr, sehr extrem. Und das kann bis zu 48 Stunden richtig ordentlich wehtun. Mittelschmerz scheint dich ja wirklich zu interessieren, was damit auf sich hat, wie man dem Ganzen auch entgegnet, kann ich dir hier dieses Video empfehlen und ich habe es schon erwähnt, die starken Blutungen, was man dagegen tun kann, eine tolle OP-Methode, die habe ich dir hier mal abgefilmt, die ganze OP kannst du dir gerne mal angucken und das Wichtigste ist, lass mir doch bitte ein Abo da.